Hack and Slay technisch haut das Spiel richtig rein. An der Inszenierung, für 70 Euro regulärer Preis, habe ich immer ein bisschen was zu bemängeln. Aber Geschichten erzählen kann Blizzard und da schauen wir jetzt weiter rein. So, hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wir spielen weiter Diablo 4. Ich darf noch einen Skillpunkt verteilen, sehe ich gerade. Machen wir doch mal direkt. Ist eine gute Frage, also die Sachen sind natürlich super. Wo war denn das, wo wir, nee, das hier war es. Genau, meine Regeneration. Da müssen wir hin, das müssen wir voll machen. So, hier gibt's nochmal eine Nebenquest. Was ausgelockt, wieder eingeloggt, geht's weiter. Ah, ihr kommt zur rechten Zeit, mein Freund. Quera hier ist davon überzeugt, dass ihr Mann von einem Dämon besessen ist. Das ist er. Er verschwindet stundenlang und kehrt mit blutigen Händen zurück. Er sagt, er kann sich an nichts erinnern, aber er hat mir Angst gemacht. Also habe ich ihn im Keller gefesselt, um Hilfe zu holen. Ist das jetzt... Und ihr bekommt Hilfe. Kommt. Zeigt uns, wo er ist. Okay, das ist beim letztes Mal haben wir genau diese gleiche Quest gemacht, hier drüben. Oder hier unten. Hier, glaube ich, war's. Und wir sind durch dieses Loch gegangen und sind in den gleichen Keller gekommen, den es bisher immer gab. Wenn ich jetzt wieder durch so ein kleines Loch krieche. Aber dann hinter mir eine riesen Doppeltür ist und es dieser selbe Keller ist. Blizzard. Okay, 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 okay. Es ist eine Kellertür. Es ist nicht das gleiche kleine Loch. Aber es kann immer noch derselbe Keller sein. Vielleicht war das immer mal so früher. Zeigen sich bereits. Ich sehe Ihren Mann nicht. Es ist derselbe verdammte Keller. Hier ist jetzt die Tür verbarrikadiert. Aber es ist derselbe Keller. Dieselbe Doppeltür. Es ist einfach nur dumm, Blizzard. Sprecht mit ihr. Ja, wo ist sie denn? Hier ist niemand zum Sprechen. Mit wem soll ich denn sprechen? Nee, hier ist nichts. Wir verfolgen jetzt nämlich gerade eine andere Quest. Halt mal. Seht draußen nach Kefra. Gerade irritiert. Ah, hier. Vasek, mein Ehemann. Er versteckte sich oben. Er rannte hinaus. Schnell, bevor er noch andere verletzt. Seid ihr wohl auf? Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich werde es überleben. Geht! Hier dürfen wir die Drecksarbeit machen. Albo. Schreck mich an. Bleib bei mir. Ein Dämon! Eine blutgetränkte Schreckensgestalt! Da! Verdammt! Er ist in die Kanalisation geflohen. Oh. Okay. Vasek, wartet! Mich eher wie eine Höhle aus als eine Kanalisation. Aber gut. Ah.
möchte dazu sagen, in Diablo 3 gab es eine Kanalisation, komplett animiert. Ja? Die sah aus wie eine Kanalisation. Das hier ist einfach nur eine Höhle, die sich jetzt wegentfremden, weil sie keine Kanalisation bauen wollten. Also, ich frage mich hier, je mehr ich das Spiel spiele, wie billig hier noch recycelt wurde. Immer die gleiche, also ich verstehe es nicht. Wo seid ihr, Vasek? Ich meine, wie lange war Diablo 4 in Entwicklung? Wie wichtig ist Diablo 4 für Blizzard? Wie wichtig ist es für das Genre Hack and Slay? Wieso mache ich dann hier halbe Sachen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das Traurige ist halt, es hat sich sehr gut verkauft. Einfach weil es Diablo 4 ist. Weil die Marke halt zieht. Und die Investoren, die sich gedacht haben, ja geil, wir haben alles richtig gemacht, aber... Ich sehe das hier echt nicht so. Wie gesagt, ich spiele die Story immer durchspielen, das mache ich. Es ist für mich ein etwas besserer Indie-Titel, für 35 Euro im Sale habe ich es da geholt. Aber... Die erwartete Hoffnung, wirklich das Diablo 4? Nee, das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Wir werden euch nicht aufgeben. Holt das nötige Mann. Ich habe unser viele Seitengänge ausgelassen, weil ich einfach nur schnell runter wollte, weil ich mir das gedacht habe. Da. Vorsicht. Das ist eine heikle Situation. Wie zuvor. Nehmt meinen Kelch und stellt ihn so nah wie möglich an ihn heran. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Okay. Vasek, bleibt ganz ruhig. Sagt ihr die Litaneien mit mir auf? Nein! Nein! Bleib fort! Alles wird gut. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Glaube! Bitte! Es schmerzt! Möge das Licht die Dunkelheit füllen. Nein! Etwas stimmt nicht. Vasek! Herr, belegt die zerschmetterten Überreste. Genießt euren bedeutungslosen Sieg, solange ihr noch könnt. Vasek, ich habe euch im Stich gelassen. Es tut mir so leid. Alle können wir doch nicht retten. Wir müssen hier raus. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Mir geht es gut. Ich brauche nur ein warmes Feuer und etwas Ruhe. Danke. So schlecht es auch gelaufen ist, ohne euch wäre es viel schlimmer gekommen. Irgendwie muss ich die richtigen Worte finden, um Quera von ihrem Mann zu berichten. Passt auf euch auf, Kind.
Können wir jetzt nochmal rein, wenn wir wollten? Ne, ist zu. Ja, aber weiß nicht. Kann man sagen, bei null Nebenquest? Ja, trotzdem. Genau, da unten haben wir auch noch eine Nebenquest. Und da müssten wir auch noch rein. Haben wir noch. Oh, wir müssen verkaufen. 23 Int versus 27 Int. Das Ding ist halt, ich mag halt die Story durchspielen. Ja? Ich mag zwar immer mal bessere Items mir aussuchen, wenn ich die kriege, aber ich habe jetzt keinen Bock zu sockeln, ich habe keinen Bock aufzuwerten, ich will einfach nur zocken. Das ist aber nicht Diablo. Das weiß ich. Beißt sich aber mit meinem Spielstil. Ein guter Handel. 28 Int, hatten wir schon so viele, hatten wir schon. Tausch. Fünfzig Intelligenz, zwei Banner plus Töten eines Gegners. Ja, da müssen wir doch. Okay, gehen wir jetzt kurz hier raus. Das kann ich hier nicht tun. Plus zwei auf Elektropeitsche. Na. Jetzt haben wir hier. Nee, okay. Können wir eigentlich auch Intelligenz über Dornen? Mehr Rüstung, ne? Ja, komm. Das kann ich hier nicht tun. Dunkle Tage stehen. Seid gesegnet. Noch etwas? So, wo war das denn mit diesen Sockeln? Ist das hier, oder was? Können wir reparieren? Wir können behärten. Die Schmiede ist heiß, falls etwas bricht. Ah, Juwelenschmied hier. Aha, ihr habt ein Auge für Qualität. In ganz Sanctuario werdet ihr keinen besseren Juwelenschleifer finden. Bringt mir eure unbehauenen Steine und ich vollbringe Wunder. Ihr werdet sehen. Habe ich überhaupt schon welche? Werte und Materialien da. Offensichtlich haben wir schon was, ja. Das kann ich nicht wiederverwerten. Ach. Okay, was macht das? Ist jetzt nicht das Beste, aber ich kann hier doch was reinsockeln, oder? Kann ich die ja wieder rausholen? Sieht nicht so aus. Achso, die Brust. Ich kann nur nachgucken. Ah, 23 Int versus 27 Int. Nee. Ja, Sockel, aber ich kann ja nichts Gescheites mitmachen, also. Guter Tausch. Und dadurch, dass Materialien extra Taschenplatz haben und nicht in die normale Ausrüstungstasche fallen, hat man doch schon ein bisschen Platz, ja.
Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ach, da wäre es auch rausgegangen. Okay. Wird es wieder der gleiche Keller sein? Ich weiß nicht, Blizzard, also dass ihr euch nicht selbst schämt. Es tut mir echt leid, aber... Hier. Oh, 26 End. Zwei Mana beim Töten eines Gegners, ja, und der. Vergleichen als Ramsch markieren. Ah, das geht. Mehr Rüstung. Okay, das wäre cool. Und dann kann man den Ramsch wahrscheinlich direkt verkaufen. Hatte ich wieder vergessen. Hatte ich verdrängt. Muss ich doch irgendwas reinsetzen. Vielleicht für eine Quest später oder so. Weiter. Verschlossen. Ich habe kaum noch Mana. Verschlossen. Ein flüsternder Schlüssel. Hm? Wir skillen hier. Wir haben eine Regeneration. Wo ist denn die Quest? Da gibt es ja auch noch was für mich. Jo. Thank you.
Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich müsste halt auch viel mehr in die Ecken laufen, mir alles angucken wegen den Lilith-Statuen. Die werde ich auf keinen Fall alle finden, weil wenn ich das wirklich auch noch mache, dann werde ich wirklich nicht mehr fertig mit dem Spiel. Jeder Karte, jedes Eck ablaufen. Wenn man dann reiten kann, dann kann man in die Gebiete zurück und nochmal alle Ecken abreiten. Beziehungsweise ich schwimme dann so ein Guide, wenn ich das unbedingt will. Und reiht dann die Lilith-Statuen ab. Diablo 3 hatte seine anderen Probleme, aber ich weiß nicht. Hat eine andere Grafik-Engine, mir auch zu bunt gewesen, aber trotzdem waren die Gebiete, hatte ich das Gefühl, besser durchdacht. Zumindest gab es unterschiedliche Keller. Hier wird halt sehr viel wiederverwertet, was man bei Diablo 3 nicht so das Gefühl hatte. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ich muss hier storytechnisch eh rein. Wenn ich recht entsinne. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir die Nebenquests da unten machen. Oh. Das ist schon nice, mit der Skillung. Man kann nicht unendlich, aber wir arbeiten dran. Oh oh. Habe ich schon gesagt, verlasse niemals diese Mauern. Ich habe deinen Eltern versprochen, mich um dich zu kümmern. Erkennt ihr es jetzt, Laktan? Es reicht. Perithons Seele ist von Sünde befleckt. Nein, so weit würde er nicht gehen. Ihr wisst, was getan werden muss, Laktan. Wenn ihr es nicht tut, tun wir es. Habt ihr den Willen, es durchzuziehen? Stellt nicht meinen Glauben in Frage. Ich kümmere mich darum. Ja, ich muss so rum. Okay. Ich verstehe. Also hat unser junger Bruder bei seiner Pilgerreise ins Kloster versagt. Eine Schande. Aber nichts anderes haben wir verdient, nicht wahr? Tod durch Zähne und Klauen. Durch Erfrieren. Durch den Scheiterhaufen. Nichts anderes verdienen unsere sündhaften Körper.
hier weit von Kiowa-Stadt entfernt, mein Freund. Fernab von ihrem Blick und ihrer Obhut. Doch von hoch oben auf seinem Gletscher sieht der Vater unser Licht brennen. Er weiß, dass Margrave dem Bösen trotzt. Viele waren Banditen, Mörder, andere geschätzte Freunde, aufrichtige Diener des Lichts, bis sie sich dem Bösen zuwandten. Uns darf nicht dasselbe Schicksal wie Nevesk ereilen. Exempel müssen statuiert werden. Ja, die Dunkelheit ist überall um uns herum und droht jeden Moment, sich uns zu nähern. Es ist unser Kampf, sie in Schach zu halten, wenn auch mit größter Mühe. Damals, als die Ritter der Reue noch in diesen Wäldern patrouillierten, haben sie große, geweihte Feuerschalen errichtet, um das Böse abzuwehren. Eine davon ist nicht weit von hier. Wenn ihr uns helfen wollt, die Dunkelheit zurückzudrängen, könntet ihr sie entzünden. Machen wir doch. Das waren einheimische Jäger. Sie sollten mit meinem Bruder Perithon einige Händler durch den Gebirgspass führen, wurden jedoch von Banditen angegriffen. Die Jäger glauben, Perithon hätte sie hereingelegt. Das kann nicht stimmen. Er ist nicht sonderlich aufrichtig, aber so etwas würde er nicht tun. Ich will ihn suchen, doch die Wälder sind gefährlich. Könnte ich euch vielleicht als Leibwache anheuern? Klar doch. Ja. Danke. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns in der Stadt umhören. Vielleicht ist er von alleine zurückgekehrt. Nein, nein. Ich fürchte, Perithon gibt sein Bestes, mich zu meiden. Ich sollte hoffen, dass er irgendwo für seine Erlösung betet. Wir haben vor langer Zeit aufgegeben. Dieser Unruhestifter. Nein. Aber lasst es mich wissen, wenn ihr ihn findet. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Das kann ich hier nicht tun. Warum? Um diese Bedrohung endlich zu verhaften? Er ist vor einer Weile mit diesen heidnischen Händlern hinausgegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Licht. Ich hatte es gehofft. Die Händler wurden bei einem Lager kurz vor dem Pass überfallen. Dort sollten wir suchen. Also was mir halt auch auffällt, wenn ich so einen Dialog annehme, dann gehe ich quasi in meine eigene kurze Welt und er verschwindet und alles drumherum verschwindet. Dann ist der Dialog rum, kommen wir wieder zurück und er ploppt wieder auf. So. Also ist vielleicht dieser Shared World geschuldet, aber dann hätte ich doch die Shared World nicht gemacht. Also ich habe bisher noch keinen gefunden, getroffen, gesehen, gelesen. So still ohne dich. Kein Schnarchen. So kann ich kein Auge zumachen. Der halt sagt, ja geil, Shared World, super Feature. Sondern eher, naja, ist halt da, ne, müssen wir mit leben. Hätte ich das noch nicht gemacht. Was das Schnarchen angeht, meine Großeltern sind schon länger tot. Und als dann der Opa zuerst gegangen ist, hat die Oma auch das Schnarchen vermisst. Ne? Konnte dann auch lange Zeit nur schwer schlafen. Also was die da sagt, hier unten, das ist durchaus realistisch. Ne? Ihr meint es gut, aber das wird schon wieder. Ich war ein Narr zu versuchen, in den alten Außenposten von Lichtwach zu gelangen. Dort wimmelt es vor Kreaturen. Ich wollte nur... Ich glaube, meine Mutter Soliana war hier stationiert. Doch das Licht scheint sich nicht auf die Aufzeichnungen der Kirche zu erstrecken. Die Ritter der Reue müssen etwas beim Außenposten zurückgelassen haben. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Nur, dass es einst eine Bastion der Ritter der Reue war,
dem Heiligen Ritterorden der Kathedrale, der die Straßen patrouillierte und dem Bösen das Urteil des Lichts brachte. Zumindest, bis sie fortzogen. Ich sah euch beim Reinkommen. Müsst den Altar übersehen haben, sonst hättet ihr doch sicher gebetet. Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir die Quest für rein, weil da war ich in der Beta auch drin. Ja. Ich erinnere mich. Nee, hier runter gehen wir erstmal nicht. Zuerst mal, weil das Gebiet dann noch viel zu hoch ist für uns. Zweitens mal, weil wir die Quests ja hier oben noch haben. Hier geht es ja eigentlich weiter. Aber das Gebiet hatten wir noch offen. Und dann machen wir jetzt die Quests. Also mein Plan ist, ich würde das hier gerne heute abschließen. Und das hier abschließen. Das ist so. Mal gucken, wie wir da zeitlich durchkommen. Gerade wenn man mal in so Dungeons geht. Auch zu Fuß, wie ich sehe. Ich werde für unsere Füße beten. Diese Pilgerreise war ihnen nicht gnädig. Können sich ja gerne mal bis zur Viertelstunde ziehen. Die verdammten Banditen reißen uns in Stücke. Ich kann da nicht mehr raus. Schon gut. Sagt einfach meiner Frau, dass ich eure Schicht übernommen habe. Ihr werdet sterben. Abalapap. Kehrt zum Priester zurück. Aufgewühltes Grab. Das weiß ich zu schätzen. Ja, das ist ja nur eine kleine Kammer. Das ist, kann ja nicht so groß sein, sonst... Oh Gott. Also, das ist ja nur ein kleiner Eingang. Das würde jetzt keine 30 Minuten oder Viertelstunde Gebiet sein. Das würde mich wundern. Sagt er und geht rein und ärgert sich. Es gab ja noch ein Remastered, also eine, was heißt ein Remastered, also eine bessere Version von Diablo 2, neu aufgelegt, Resurrected, glaube ich. Habe ich auch in der Beta gespielt, aber sie wollten halt das alte Diablo-Gefühl beibehalten und mir hat es halt einfach nicht gefallen. Wer will, kann sich das nachgucken, gibt es glaube ich mal im YouTube-Kanal noch. Weil alles war nicht so dynamisch, es war so hölzern. Irgendwie, du bist dann hingegangen zum Gegner und dann musst du, wenn du dann geklickt hast, hat er dann erst so ein gefühlt eine halbe Sekunde später zugeschlagen. Das hatte mich halt gestört. Oh, Crash. Jo. Das ist immer wieder ein Crash. Der zweite übrigens. Seitdem ich spiele. Wie gesagt, 70 Euro wollt ihr dafür haben. Ich habe Last Epoch nicht gekauft, ich besitze es nicht. Ich wette, es hätte nicht einen Crash gehabt, die aktuelle Version. Im Early Access vielleicht, aber es ist ja jetzt released. Ich habe so das Gefühl, ich kann mich auch irren. Gut, bei Hearthstone, ja, was heißt, kann man nicht viel falsch machen? Da kann man auch viel falsch machen. Aber ich habe so das Gefühl, außer bei WoW, vielleicht noch Hearthstone, gibt es einfach keine gescheite Qualitätskontrolle mehr bei Blizzard. Da wird einfach alles durchgewunken.
Wobei bei WoW gibt es auch, es hat auch seine Macken. Aber das wird dann schneller behoben, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, also. Weil da vielleicht auch noch mehr Spieler hinten dran stecken, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur mutmaßen. Haben wir noch Platz? Ja. Gehen wir da oben rein. Der Eingang übrigens anders aus, oder? Glaube. Normale Banditen, aber dann ist da noch ein Werwolf ums Eck, kann man machen, aber. Sagt nicht, dass ich mich beeilen soll. Das verdammte Ding ist so gerostet. Genau das zu. Das ist jetzt schon geil designt, wo wir hier rumlaufen. Dann hat Diablo aber auch wieder seine, also hier, wo ich jetzt gerade hier bin, mit diesem verschneiten, dieser verschneiten Bergfestung. Die hat dann wieder richtig Style, ne? Also, ich weiß nicht, da wurde einfach an einigen Stellen gespart. Dann macht das Spiel, dann lasst dem Spiel halt noch ein Jahr Zeit, mein Gott. Und macht den Feinschliff. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, und ja, Traum, 70 Euro, ne? Richtig, ich sag's ja oft genug. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, würde ich so ein Spiel mitentwickeln oder ich sag mal, das Endprodukt testen wollen, um es dann nochmal mit meinen Wünschen zu verbessern? Einerseits ja, um das maximal beste Produkt zu kriegen, aber andererseits auch nein, weil ich mag das Spiel ja spielen in seiner bestmöglichsten Form und da hoffe ich ja, dass der Entwickler mir das Spiel in seiner bestmöglichsten Form präsentiert. Ne? Hey Philipp, hallo. Alles gut bei dir? Das ist gerutscht. Ich glaube, so Multiplayer-Spiele, was weiß ich, in MOBA, in Warcraft, das könnte ich, glaube ich, mitentwickeln und könnte meine Wünsche einbringen, weil da hätte ich ja dann Bock, das immer wieder zu spielen. Oder auch in Sea of Thieves oder so. Sandbox-Games, wo es nicht auf Story ankommt.
So weit, so fein, ja. Langsam wieder auf der Weg der Genesung mit meinem Magen. Von daher. Es wird besser, aber ich ernähre mich günstig. Die Tage. Das ist doch wenigstens ein Vorteil. So, da müssen wir den ersten nehmen, müssen wir noch einen töten. Und dann können wir da rein. Na? Da ist noch was. Ah. Unsere neuen Rekruten erweisen sich als stark. Eine ist mir besonders ans Herz gewachsen. Ritterin Soliana Coste. Ihre Hingabe an den Glauben könnte selbst den dunkelsten Schatten des Zweifels aus den Köpfen tilgen. Ich kann gut mit ihr über jene reden, die ich verlassen habe, um dem Ruf des Lichts zu folgen. Auch sie musste ihre Familie zurücklassen. Ihren Sohn. Aber auf jeden Fall gleich nochmal Level up. Dann können wir nochmal skillen. Dass wir mal eine Regeneration haben, wenn wir jemand Verbranntes getötet haben. Was übrigens eine sehr asoziale Skillung ist, weil so kann ich schön weiter den Flammentod spammen. Wir haben den Befehl erhalten. Unsere Kompanie wurde auf eine Mission für das Licht geschickt. Ich weiß, dass wir nicht zurückkehren werden, wie all die anderen, die uns eingerufen haben. Wir haben der Kirche bereits alles gegeben. Müssen wir ihnen etwa noch unsere Leben schenken? Naja, wenn es nach der Kirche geht. Nein, da drüben. Ich hätte halt hier keine Werwölfe auch reingesetzt. Ich weiß nicht. Das sind ja halt so Marodeure. Also irgendwelche Diebe oder so, ja. Vielleicht mal so ein Hund oder so. Okay, aber ein Werwolf. Ich level up. Deswegen mag ich halt so Spiele, wo man Charaktere leveln kann. Wie auch bei World of Warcraft level ich ja sehr gerne. Wenn dieses befriedigende Level-Up-Geräusch kommt. Da. Schlüssel des Wachmanns. Ah. Wir skillen kurz. Und zwar das hier. Hier. Meine Regeneration dann bei 45%, wenn wir einen Verbrannten getötet haben. So, und danach gehen wir, kosten 4% weniger Mana und verursachen 2% mehr Schaden. Das ist doch schön. Was haben wir hier unten? Ihr fügt Gegnern für jede Sekunde, die sie brennen, mehr Verbrennungsschaden zu. Bis maximal 5% in 5 Sekunden. Auch super. So, alle eine Sekunde werdet ihr für jeden brennenden Gegner in der Nähe geheilt. Bei Bossen, ja, das ist ganz nett. Aber Angriff ist die beste Verteidigung. Was ist denn Inferno? Befört? Ah, hat eine feurige Schlange, das hatten wir schon. Also einen oder anderen weiteren Spell können wir uns ruhig noch gönnen. Zumal hier ja dann eh irgendwann Schicht im Schacht ist. Die aber noch weiter Punkte verdienen werden. Also dann werden wir noch mehr Sachen ausmaxen. Zum Beispiel den Meteor. Und hier diese Dinge waren ja auch ganz nett. Kritischen Schaden und so. Aber erstmal, als ich gesehen habe, da unten gibt es Mana zurück. Ja, da war klar, ne? Dass ich das brauche. Geht's hier weiter? Oh. Sie haben sich von mir ernährt. Ja.
enden. Ah, unendlich geht noch nicht, aber ich kann es schon sehr lange machen. Dann müssen wir jetzt da die Tür aufschließen. Was haben wir denn eigentlich? Können wir irgendwas Kostenloses abholen? Nö. Da wieder. Was haben wir denn eingesammelt? Ist irgendwas Schönes dabei? Leben. Oh nein, Leben brauchen wir nicht. Wenn wir ein Space war als Crap deklarieren, ne? 24 Int. 600 Int maximales Leben. Nein. Das ist ein seltener Ring. 26 Int, 7 Leben pro Sekunde. Nö. Nö. Nein. Nein. 24 Int, 7 Leben bei Treffen eines Gegners versus. Aber ein bisschen mehr Rüstung. Ah, ja, komm. Oh, hier. Direkt damit, direkt damit. 26 in. 27 maximales Leben. Und das ist ein Kopfschutz. 26 in und 30% Abklingsreduktion versus. Ja, das nehmen wir. Weil dieser komische, geheulende Kuppel sah nicht so knüller aus. Okay. Metall wieder weg. Schon fast wieder. Naja, Viertel Level haben wir. Fragen ist so eine Truhe. Oh, eine Fellhose. Und alles Geld beim Händler. Drachenstab. Bin enttäuscht. Drachenstab klang gut, aber. Ah.
ist denn der Endboss hier? Das eigentlich schon auf Max Level? Ich glaube ja, ne? Naja. Das hat mir nicht gefallen, ne? Bewegungsunfähig versus. Ja, weniger Schaden, ne? Das ist mir nicht wichtig. So, hallo Moni D, Yannick K. Hallo. Long time no see. Alles gut mit dir. Wie geht's? Ja, so weit, so fein. Ja. Ich hatte heute das erste Mal von 6 Mal Krankengymnastik. Und die Dame wusste, wo sie drücken muss bei meiner Schulter. Eieieiei, hat das gezoppt, aber es war wichtig. Was ich zocke, Feuermage aktuell. Also es gibt bestimmt einen, der besser ist in der Season, aber ich hatte Bock auf Feuermage, ne? Es gab vorne dran, gab es schon so Artikel, was ist die beste Klasse in der Season. Da ich eh nur einmal die Story durchspielen mag und mit Season 4 anfange, mit den schönen vielen Änderungen. War mir das ehrlich gesagt egal. Mir fehlt das nötige Mana. Also wie gesagt, ich habe es im Sale gekauft gehabt für 35, dafür fand ich es okay. Und wollte dann schon anfangen, aber dann habe ich die Artikel gelesen, wo es hieß, weil Last Epoch ja so eingeschlagen ist. Auch mein Chef, begeisterter Diablo-Spieler, hat gesagt, ey, Last Epoch, storytechnisch kannst du mit Blizzard nicht so mithalten, aber dafür beim Rest alles übertrumpfen. Und das ist ja eigentlich das, was es auch ausmacht, wenn wir mal ehrlich sind. Nämlich die Spielerfahrung. Und, plus 1 auf Meteor, 24 Int, was haben wir hier? Ja, plus 1 auf Meteor. Und dann habe ich gesagt, gut, dann warte ich bis Season 4 beginnt. Aber der Sale ist ja schon, also ich habe es bestimmt schon über einen Monat, bevor dann Season 4 kam oder so. Musste ich halt warten. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, mein Inventar größer zu machen? Ich meine, klar, ich habe schon... Ich habe ja schon Dinge, also wie Materialien und Werte werden ja, hier Materialien werden ja nochmal extra gesammelt. Aber ich glaube, das bleibt zu klein, ne? Ich kann das, glaube ich, nicht erweitern. Questgegenstände sind auch extra. Tränke sind auch extra. Ja, ich verstehe schon. Aber trotzdem. Wenn wir jetzt mal zum Endboss kommen. Ich habe noch mehr heute in dem Spiel, außer nur in diesem Dungeon zu eiern. Was ist diese Season das Besondere? Also hauptsächlich sind die Quality of Life Updates eine feine Sache. Er hat jetzt standardmäßig ein bisschen weiter rausgesucht, wenn du nicht in den Städten bist. Ich fälle das jetzt nicht so auf, aber wenn du das Gameplay vergleichst von Season 3, ist es einen kleinen Ticken näher rangezoomt gewesen. Hast also jetzt ein klein wenig mehr Überblick. Es ist schon seit längerem, ich glaube seit 2 oder 3 Wochen ist schon Raytracing mit drin und DLSS. Wenn du eine Grafikkarte hast, die das unterstützt natürlich jeweils. Und du kannst in der Season auch nochmal einstellen, dass du und die Gegner ein bisschen besser beleuchtet sind. Das ist dann zwar, also man kann auch das klassische Diablo 4 Spielerlebnis einstellen. Dann hast du es, dass alles eher ein bisschen dunkler und düsterer ist. Aber ich wollte es ein wenig heller haben,
Ja, dass ich einfach ein bisschen mehr sehe und das bringt mir persönlich mehr Spielspaß. War mir der Realismus dann egal. Und es droppt jetzt weniger Loot, dafür besserer Loot. Also weniger Loot, aber besserer Loot für deine Klasse. Das war ja das, was bei Diablo 4 so bemängelt wurde. Ein Haufen von Loot, der aber hauptsächlich Crap war. Ich habe versucht, Soliana zu überzeugen, mit mir zu fliehen. Ich sagte, dass der Sohn lieber mit einer Mutter aufwachsen würde und wir einen Neuanfang haben können, weit weg von dieser zugefrorenen Einöde. Sie weigerte sich. Soliana sagte, wegzulaufen würde bedeuten, das Licht aufzugeben und somit eine bessere Welt für ihren Sohn. Vielleicht hat sie recht. Jetzt kennen wir ja aus vielen Filmen, dass Werwölfe und Vampire sich nicht so mögen. War es nicht auch bei Van Helsing so? Ich müsste ihn nochmal gucken. Der war echt gut. Aber Werwölfe und Vampire, Twilight. Egal. So. Und hier sind kämpfen Seite an Seite Wölfe und Vampire. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Und das ist die Rudelmutter. Sollte eine Bewegung da. Ich habe keinen Mana mehr. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Aua. Okay. Hui. Hui, 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 hui. Ja, maximales Leben erhöht eure Auswahlchance um 8%. Ja, wir ziehen das Ding mal an. Ach du Scheiße. Okay, wir verlassen das. Wir mal zwei Quests ab, eine dritte haben wir noch hier unten. Ich dachte, wir schaffen vielleicht nochmal Level-Up in dem Dungeon, aber nö. Macht nichts. Brauchen wir auch einen Händler am besten. Ich verstehe. Meine Mutter war also Ritterin der Reue. Hätte sie sich auch so entschieden, wenn sie gesehen hätte, was aus der Welt geworden ist? Danke, dass ihr mir die bringt. Da unten. Das habt ihr. Ich kann es von hier aus riechen. Ich wünschte, ich hätte die Flammen tanzen sehen können. Das Tanz. Licht scheint durch euch, Wanderer.
Okay, okay. Kann ich hier irgendwo... Vielleicht bei dem Rüstungsmacher hier. Braucht ihr Schmiedekunst? Ah, geil. Nicht solange ich in der Stadt bin. Theoretisch gesehen besser, von den Werten her aber schlechter. Für mein Spielstil. Bleibt wachsam. So, hier ist noch eine Quest. Nicht solange ich in der Stadt bin. Wie kann denn jetzt diese Wimper? Okay. Kurz die Brille putzen. Hallo. Grüße. Du willst also einfach nach Kyovashat verschwinden und den Rest von uns im Stich lassen? All die Schreie und der Rauch setzen meinem Herzen zu. Ich liebe den Vater, das wisst ihr. Doch hier kann ich ihm nicht dienen. Ich würde es mir noch einmal überlegen, nach Süden zu gehen. Im Sumpf gibt es nichts, wofür es sich zu sterben lohnt. Am allerwenigsten die Menschen. Jetzt könnte man sagen, oh cool, ist ein anderer Keller. Nee, er ist nur gespiegelt. Oh, ich war aus dem Chat geflogen. Als das geschrieben wurde, sorry. Hier steht jetzt neu, willkommen im Chat im OBS. Aber ich meine, selbst dass der Keller gespiegelt ist, hat schon mehr Innovation, als dass er immer nur gleich ist. Aber trotzdem. Irgendwas Gutes gekriegt. So, hi, New Era. Schön, dass du reinschaust. Hallo. Alles gut bei dir? Hä? Hey. Geklickt. Eigentlich wollte ich hier lang, genau. Geht's hier noch? Ah, da geht's zum Sumpf, oder was? Ah ja, gut. Das ist immer noch zu schwach. Jetzt die Grindpause. Also, ich spiel zwar auch Diablo, oder? Wahrscheinlich. Und du bist wahrscheinlich schon durch, oder? Mit der Season. Ah, C, okay. Ja, okay. Ja, ich hab's da drin stehen im Titel, das erste Mal Diablo 4 für mich überhaupt. Ich habe bewusst gewartet.
bis es im Preis fällt und bis Season 4 dann da ist und dann... Wow! Deswegen dachte ich mir, jo, jetzt ist die Zeit der Stunde, dass ich Diablo 4 mal eine Chance gebe und schlecht ist es nicht, aber 70 Euro wäre es mir trotzdem nicht wert gewesen. Ja, das ist so das, was ich sehr, sehr, also immer der gleiche Keller bisher. Vielleicht ändert sich das im Laufe des Spiels noch, aber hat eben paar mal gespiegelt. Da war ich ja schon fast glücklich. Und auch generell so bei den Story-Quests hätte ich mir so ein bisschen mehr Inszenierung gewünscht. Nebenquests, ja, da kann man drüber hinwegsehen, aber... Ein Feuermage! Seite an Seite brennen wir sie nieder. Das ist furchtbar. Seht ihr irgendwelche Hinweise? Ich wollte es nicht glauben. Doch ich habe solche Narben bereits gesehen. Bei widerwärtigen Kerlen, die sich manchmal... Anscheinend gibt er sich wirklich Diener. Oh, Jesse geht jetzt bergauf. Ja, das schon. Nur ob es immer noch an Last Epoch rankommt, ist die Frage. Das habe ich nicht gespielt, aber das soll natürlich vom Gameplay her super sein. Deswegen wurde ja die Season auch nochmal verschoben von Diablo. Weil es an Last Epoch ein bisschen angepasst haben. Dann rein da. Was bei Diablo 4 ja auch noch sehr affig war, war diese, war es die Collector's Edition? Also es war diese besondere Edition mit dieser Duftkerze. Und das Spiel war halt nicht dabei. Kann man das immer noch kaufen? Gib mir die Kraft, mein eigenes Blut zur Rechenschaft zu ziehen. Glaube nicht, oder? Also ich weiß echt nicht, was die da geritten hat. So, ja, komm, wir bringen so eine besondere Edition raus und da ist nicht mehr das Spiel mit dabei. Ich hab das damals gelesen, aber habe ich erst mal gedacht, das ist 1. April. Wieder kein Mana. Schlechter April-Scherz, so. Spiel ist nicht dabei. Eine Schüssel. Ja.
leicht dezenter Schlüssel. Um zu sagen, sehr groß. Ich bin noch nicht bereit. Überlegen, ob ich hier schon mal drin war, als ich in der Beta gespielt habe. Das weiß ich gerade nicht. Zeit für die Vorbereitung. Dann gucken wir erst noch, was da hinten ist. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Okay, nichts. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Perithon! Perithon! Verdammt, wo bist du? Ich bin noch nicht bereit. Lockthorn. Was hast du getan? Wie konntest du so tief fallen? Margrave verlangt nach Gerechtigkeit, Bruder. Ich brauche Gerechtigkeit. Sie sagten, es wäre eine saubere Sache. Ein paar Geldbörsen klauen und fort. Niemand sollte verletzt werden. Ich habe niemanden getötet. Ich lief weg und sie bestraften mich dafür. Du musst mir glauben. Das werden die anderen niemals glauben. Wir können nicht nach Margrave zurück.
Kannst du laufen? Lagdan? Das sind alte Schmugglertunnel, richtig? Wir folgen ihnen gen Süden. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Ein Neuanfang. Danke für eure Hilfe. Er ist ein Idiot, aber von meinem Blut. Ich kann nicht einfach. Kann ich euch vertrauen, niemandem zu verraten, wohin wir gehen? Verstanden. Schade, ich hätte doch noch gern die Möglichkeit gehabt. Also auch hier ist spieltechnisch ein wenig Potenzial geschenkt worden, weil ich hätte ja jetzt die Möglichkeit haben können, zu sagen ja oder nein und dann gehe ich ins Dorf zurück. Und dementsprechend, wie ich halt antworte, gibt es dann Reaktionen darauf. Haben viele Spiele. Hätte auch bestimmt Diablo gut getan. Wir gucken mal kurz, was hier im Eck ist. Also außer Gegner. Nicht mitkämpfen, ich lasse das alles die Hydras machen. Ja, okay, jetzt kann ich mitkämpfen. Ein Glück verschmier ich mir jetzt wieder alles. Ach, ich brauche echt noch sowas. Na, ich muss wieder rüber, es ist echt nervig. Ich brauche echt was zu putzen, wenn es so weitergeht. So. Das war knapp. Falsche Maus. Hätte ich mal eben die Streaming-Software beendet. Ups. Aber läuft noch alles. Gibt's hier noch was? Eine Wanderhose? Haben wir noch ein bisschen was, was wir mal gucken können? Crap. Crap. 25 Int. 5 Einrichtungen. Was haben wir? Nein. 21 Int, immer weniger Int, ne? Aber mehr Rüstung. Nein.
Ja, also da geht's wahrscheinlich auch runter in ein anderes Gebiet hier, ne? Nicht wirklich. Ich bin noch nicht bereit. Genau, also wir gehen jetzt erstmal hier hin. Dieses Gemälde muss vor der Zeit meiner Mutter entstanden sein. Heutzutage würde solche Kunst auf dem Scheiterhaufen landen. Ich muss es gut verstecken. Danke. Solltet ihr auf euren Reisen noch etwas aus Margraves Vergangenheit finden, würde ich es liebend gerne sehen. Gut, wir können dann hier wieder zurück, ne? Oh, können wir machen. Ah, erster Kauf. Etwas für die Kälte und Dunkelheit? Das kann ich hier nicht tun. Geld haben wir eigentlich. Ist das irgendwo? Ah, da. Okay. Ruckeln! Ich dachte, das crasht schon wieder. Na, jetzt habe ich hier Grafikbugs. Ich meine, ist in 70 Euro Early Access Titel, wissen wir alle. Walter möchte ich. Sucht nach Nirel, ja. Wir arbeiten dran. Was müssen wir hier tun? Provoziert. Ihr liebäugelt mit Schmerz und Tod. Genau. Daran erinnere ich mich noch, das war auch komisch in der Beta, habe ich es in Erinnerung. Diesen Wald da.
Level up. Da. Weniger Mana. Die Spells. Was mich halt hier so stört, ist, es ist halt so riesig. Ich kann auch sein, dass ich komplett nach oben muss, ne? Ihr steckt in einer Illusion der Horadrim fest. Das Portal wird euch durch diese primitive Falle führen. Ganz ruhig. Euch wird hier kein Leid zustoßen. Sagt er so in seinem wolfigen Leichtsinn. Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich werdet ihr erfroren. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten. Und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadrim folgt, schafft ihr das nie. Okay, andere Frage. Ist der Wolf Dwayne The Rock Johnson? Die Stimme ging in eine ähnliche Richtung. Zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Das ist halt die Stimme von Dwayne Rock Johnson, oder? Tristram. Die alten Horadrim haben Diablo, den Herrn des Schreckens, unter der Erde eingekerkert. Und dann haben sie diese Stadt in der Nähe gebaut. Seht ihr, was daraus geworden ist. Mir gefällt die Welt, wie sie war, ohne Welle. Ihre kleine Rebellion führt nur zu Chaos. Ihr habt schon Visionen des Schadens gesehen, den sie anrichten kann. Ja. Yeah. Ich weiß, man hat euch hier Blut für. Fühlt ihr, wie es euch verändert? Vielleicht noch nicht. Aber solange Lilith in eurer Welt wandelt, ist es nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall auch sehr gute, hochwertige deutsche Synchronsprecher. Auch bei Nebenquests. Auch bei normalen Dorfbewohnern. Wieder in der Illusion des Horadrim. Da gibt's ganz andere Spiele. Von Anime wollen wir gar nicht erst reden auf Deutsch. Gibt's ganz andere Spiele, wo richtig schlechte Synchronsprecher mit dabei sind. Seid ihr ja? Ihr nicht. Das ist gut. Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Ich bin noch nicht bereit. Treib
jemand übles Spiel mit uns? Dieser Ort ist ein Labyrinth. Und jetzt das. Was soll das sein? Verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Ich bin noch nicht bereit. Zeit für die Vorbereitung. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch, einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Zeit für die Vorbereitung. Das ist... Ich glaube, es ist in horadrischer Chiffre verfasst. Und hier, das gleiche Symbol an der Tür. Ich habe eine Idee. Vielleicht solltet ihr einen Schritt zurücktreten. Chess Bith Chat. Ich soll ihr folgen? Ich renne doch gerade voraus. Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Indem du es aufmachst. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ich öffne die Tür. Und wenn wir uns trennen, können wir schneller arbeiten. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Gut. Wonach suche ich? Wisst ihr es nicht? Ein Buch, eine Schriftrolle oder irgendetwas, das uns hilft, den Schwarzen See zu überqueren. Chesbeth Chat! Dämonen.
Ich hau ja alles zu Brei. Vor allem, ich suche eine Schriftrolle und ein Buch und bin als Feuermagier hier durch. Und verbrenne alles nieder, also. Vielleicht bin ich nicht der beste Typ, um Bücher einzusammeln. Alex! Ich habe keinen Mana mehr. Sollte das Nerell bringen. Legendsauswahlchance. Ja. Alter, war das 10% Schaden? Zumindest so schlau war das Spiel dann doch. Die war das da oben. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Interessant. Dieses Buch wurde von den Horadrim geschrieben. Hier sind Zauber und Theorien von Radma festgehalten, dem ersten Totenbeschwörer. Danach haben wir nicht gesucht. Nein, aber es kann trotzdem funktionieren. In diesem Buch muss es einen Zauber geben, der meine Mutter zurückbringt. Sie kennt das Ritual zur Überquerung des Schwarzen Sees. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Mehr habe ich nicht. Meine Mutter wird uns helfen. Trefft mich dort unten. Ich dachte, ich hätte etwas gehört, aber Dämonen? Wie ist das möglich? Das können nicht die Horadrim gewesen sein. Sie sind verschlossen, aber würden nie einem solchen Pfad folgen. Mhm. Ihr meint, dass wir hier Radmas Buch gefunden haben? Schlafgetraum. Und Lilith hinter ihm her ist? Meine Mutter meinte einst, es gibt keine Zufälle, wenn Unsterbliche involviert sind. Wir brauchen noch einen Segen. Vielleicht kann die Kathedrale helfen. Ihr solltet Prava aufsuchen. Also hier unten geht's noch weiter, aber nicht jetzt. Das heißt, wir müssen irgendwo nochmal hin. Das ist ganz witzig.
dass wir nochmal rein müssen. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. So, trefft mich dort unten. Das. Ach, da unten. Wer ist denn da hin? Okay. Das wusste ich nicht. Aber was ist das? Was hat es denn jetzt mit dieser Quest auf sich? Mit der hätten wir ja schon die ganze Zeit reden sollen. Das ist da oben eine. Ah. Das ist da ganz oben eine. Nee, nee, Quatsch. Das ist da. Okay, die sind beide da oben. Das ist okay. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt noch in die Kathedrale, also. Gestern war eh schon ewig offen. Schönes Spiel. Trotz alledem, wenn ich ein bisschen was zu meckern habe, ich würde es nicht spielen, wenn ich keinen Bock drauf hätte. Oh. Ich muss euch sprechen. Ja? Unsere gemeinsame Freundin benötigt eure Hilfe, doch wir müssen vorsichtig sein. Hier, sie wollte, dass ich euch diesen Brief übergebe. Teuerster Freund, ich weiß nicht, wie lange meine zitternde Hand eine Feder halten kann. Also fasse ich mich kurz. Ich glaube, dass der Dämon, den wir in der Kanalisation vernichtet zu haben glaubten, dem Tod entkommen konnte, indem er mich als neuen Wirt erwählte. Bitte sucht mich in Queras Keller auf, wenn ihr könnt. Ihr seid der Einzige, der mir helfen kann. Mein Leben liegt in euren Händen. Okay. Was haben wir hier noch? Nein. So, ich soll irgendwas härten, oder was? Ist es überhaupt härten, das Reparieren? Das Reparieren. Härtung, da! Okay. Pyromanie-Finesse. Ja. Okay. Verstehe. Angriffsgeschwindigkeit für Pyromanie. Okay, ist ja ziemlich nice. Lohnt sich halt eigentlich doch nur für Endgame-Items, ne? Weil warum sollte ich jetzt was härten, ne? Wenn ich die Items ja noch schnell austausche. Aber so hat man es mal gemacht. Natürlich bringt es auch jetzt schon was. Ja. Geht weiter, bevor ich. Oh, ihr seid es. Gott sei Dank. Die Schwester ist im Keller. Kommt schnell. Und. Hab Dank für den Versuch, mein Arm Vasek zu retten. Ich weiß, ihr habt euer Bestes getan. Auf zu babbeln, lass mich rein. Einst führte die Kathedrale solche Rituale durch, sobald jemand in Not war.
Doch in letzter Zeit scheint es, als würden sie lieber den Dämon zusammen mit dem Opfer verbrennen. Ich glaube noch immer an den Vater und seine heilige Gnade. Doch ich konnte nicht zulassen, dass die Schwester ein solches Schicksal ereilt. Nicht, nachdem sie meinen Jungen gerettet hat. Ganz gleich, was mit mir passiert. Seitdem sie in meinen Armen zusammenbrach, während sie mir erzählte, was mit meinem Fasek passiert ist. Ich wollte einen Ritter der Reue finden, der ihr helfen kann. Aber sie flehte mich an, es nicht zu tun. Sie bat mich, sie zu verstecken und allen vorbeikommenden Priestern zu sagen, dass ich sie nicht gesehen hätte. Um ehrlich zu sein, musste ich mich dazu überwinden. Die Kathedrale belügen? Ich stand mehr als einmal kurz davor, sie auszuliefern. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass sie keine Fragen stellte, als ich Hilfe brauchte. Sie war einfach da und tat, was in ihrer Macht stand. Sie hat dieselbe Behandlung verdient. Ich wusste, dass ihr nicht viel Zeit. Ihr müsst Bluträten durchführen. Dämon exorzieren. Was? Ich kann nicht. Ihr braucht mein Gebetsbuch, aber Kelch ist fort. Ich glaube, die können wir nicht retten. Ihr müsst neuen beschaffen. Wo? Margrave. Medway. Er ist Kelchhüter. Vorsicht. Er ist misstrauisch. Ihr müsst ihn vielleicht täuschen. Bitte. Schnell. Spannende Nebenquest auf jeden Fall. Also nicht nur eine kurze, sondern die sich über einen längeren Zeitraum bedient. Oder vertieft. Ich kann sagen, der ist doch wo ganz anders. Der ist vorgesagt, das war da unten. Seid ihr, dass ihr so etwas verlangt? Nur jene, die ihr Leben dem Glauben widmen, dürfen die heiligen Instrumentarien berühren. Ich bin auf Geheiß der ehrwürdigen Mutter Oberin Prava selbst hier. Soll ich ihr sagen, dass ihr nicht gewillt seid, ihrer Bitte Folge zu leisten? Bitte vergebt mir. Es ist so selten, dass ich von Kiyovashat höre. Ganz zu schweigen von der Mutter Oberin selbst. Ich fühle mich geehrt. Hier, bitte. Natürlich muss er zuerst geweiht werden. Gesalbt im Blut von Sündern. In den Höhlen östlich von hier verkriechen sich Banditen, die sich dafür eignen. Natürlich. Okay, das geht ja auch noch easy. Und dann hat es doch echt schöne Ecken, wie jetzt dieses Feuer mit der Winkel. Ne?
ist das? Kehrt zum Priester zurück. Ah, wir sind da. Das muss einem reisenden Händler gehört haben. Sie haben versucht, in Margrave mehr Wachen anzuheuern. Doch niemand wollte sich verpflichten. Auf ihrer Reise verschwanden nach und nach Mitglieder der Karawane. Ich glaube nicht, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Gut. Nehmt jetzt einen brennenden Holzscheit aus dem heiligen Scheiterhaufen und legt ihn in das Blut. Ausgezeichnet. Es war weise von der Mutter Oberin, euch diese Aufgabe anzuvertrauen. Der Kelch ist nun für sie bereit. Und bitte richtet ihr meine hochachtungsvollsten Grüße aus. Okay. Seid gesegnet. Noch etwas? Aber das Gebetsbuch ja noch nicht. Ah, mein Kelch. Oh, dem Licht sei Dank, seid ihr zurück. Der Zustand der Schwester hat sich verschlimmert. Sobald ihr weg wart, hat die Schwester... Der Dämon in ihr spricht durch sie. Sie hat furchtbare Schmerzen. Sie hat mir vom Kelch erzählt. Hier, ich platziere ihn, während ihr euch vorbereitet. Wir müssen uns beeilen. Naja, mit dem Unterschied, dass wir halt das Gebetsbuch noch nicht haben, ne? Vater Inarius, reinige mein böses Blut in deinem Lichte, während ich es vergieße. Lass das Licht die Dunkelheit in unserem Inneren erfüllen. Noch mehr von eurem erbärmlichen. Lass das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in dieser Frau verbirgt. Vater, treib diesen Dämon aus. Nein, haltet ihn auf. Hört sofort auf. Die Mutter Oberin wird von dieser Ketzerei erfahren. Ihr werdet alle brennen. Vater, vergib mir! Ja. Schnell, bringt es zu Ende! Licht, lösche den Frevel aus! Genug! Ich bin es leid! Schwester! Nein! 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 Wie kann sie noch kämpfen? Unmöglich!
Bitte sagt etwas. Bitte wacht auf. Ah, viel zu kalt hier unten. Oh, preise das Licht. Ja, das habt ihr gut gemacht. Der Dämon ist wahrhaftig gebannt. Ich bin beeindruckt, dass ihr das Ritual so schnell nachmachen konntet. Ich habe ewig gebraucht, um es zu meistern. Schwester Octavia, es geht euch gut. Doch diese Personen haben sich der Blasphemie der übelsten Sorte schuldig gemacht. Lügen, Diebstahl von heiligen Instrumentarien. Gewalt gegenüber einem Priester der Kathedrale. Vor Ende des Tages werden sie auf dem Scheiterhaufen brennen. Wie konntet ihr so leichtsinnig sein, wenn die Mutter Oberin... Ach, und was werdet ihr Prava erzählen? Dass ihr es einem Außenstehenden erlaubt habt, ihren heiligen Repräsentanten so einfach zu täuschen? Dass ihr eure Herde in Margrave ohne Führung des Lichts zurückgelassen habt? Sollte ich auf diesem schrecklichen Scheiterhaufen enden, werdet ihr neben mir stehen. Ich war wohl schon zu lange fort von Margrave. Ich sollte schnell zurückkehren. Aber bitte, Schwester Octavia, gebt besser auf euch Acht. Die Kathedrale ist stärker, wenn ihr auf den Beinen seid und nicht krank im Bett liegt. Werter Freund, bitte gebt mir einen Moment, dann treffe ich euch draußen. Ihr verdient einen angemessenen Dank. Und ich danke euch, Petra und Quera. Ich weiß, dass es Gläubigen nicht leicht fällt, das zu tun, was ihr für mich getan habt. Schwester... Ihr habt meinen Jungen gerettet. Die Wahl fiel mir leicht. Wenn wir nicht alles getan hätten, um euch zu retten, wie könnten wir uns dann noch als Anhänger des Lichts bezeichnen? Ja, also jetzt auch hier ganz gut, dass der rausläuft. Gibt Spiele, da geht er nur bis hier und verploppt. Aber er geht jetzt nicht hier durch, sondern er... Naja, das sind halt so Sachen, wo ich sage, geht besser. Ne? Der ist nicht so schlimm, aber naja. Ich hätte es geiler gefunden. Spricht Octavia draußen, ja, wo ist er denn? Ja, ich fühle bereits die Wärme zurückkehren. Danke, mein Freund. Ich habe euch eine große Last aufgebürdet. Bat euch, für mich zu lügen, euch in große Gefahr zu bringen. Wenn ihr abgelehnt hättet, könnte ich es euch nicht verübeln. Doch das habt ihr nicht. Ihr habt mich gerettet und damit auch unzählige andere, denen ich noch helfen kann. Was ist mit Priester Matvey? Glaubt ihr, er könnte noch für Probleme sorgen? Nein. Er wird alles für sich behalten, was er gesehen hat. Hoffentlich kann ich dem restlichen Klerus beibringen, etwas mehr Vertrauen in die Mitglieder ihrer Gemeinde zu haben. Ich möchte, dass ihr dies nehmt. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, dass es euch etwas Glück bringt. Abermals danke. Ihr werdet immer eine Freundin in der Kathedrale haben. Gut, damit haben wir doch bestmäßig der verdunkelte Weg. Ja, ja, da müssen wir ja, glaube ich, nochmal rein. Ah. Gut, diesmal mal die Abkürzung dann. Wir müssen ja irgendwie über das Wasser hier drüber. So irgendwie ist doch der Plan. Genau, also wir haben jetzt Nebenquests da eine und da eine, wobei hier wird mir noch eine angezeigt, die nehmen wir dann auch noch an und danach geht's weiter in der Kampagnenquest mit der Kathedrale an sich, aber nicht mehr heute, denn es wird mir jetzt zu spät, ich möchte es nicht übertreiben. Morgen vielleicht auch wieder ein recht
Kurzer Stream war es ja auch nicht sehr lange, mit knapp 2 Stunden. Und ein paar zerquetschte Minuten. Weil heute war Real Life, morgen kickt auch wieder ein bisschen Real Life rein. Dann Friseurtermin nach der Arbeit. Bis ich dann was gegessen habe und für den nächsten Tag noch Tasche gepackt und vorbereitet habe, denn Samstag bin ich am meisten unterwegs. Auch das peile ich diese Woche an. Von da muss ich mal gucken, wie es dann so läuft und was ich mache morgen Abend. Auf jeden Fall eine kleine Runde Diablo gibt es bestimmt von so 1,5 Stunden, 2 vielleicht, schauen wir mal. Falls ich nicht spontan was anderes machen sollte, aber hier mag ich ja die Story erstmal durchspielen. Und auch die interessiert mich noch und reizt mich und das Level macht auch Spaß und das Skill macht noch Spaß. Von daher gucken wir mal, hier gibt es ja echt noch viel zu sehen. Wir haben ja wirklich nur einen kleinen Teil bisher. Hier sind ja auch noch diverse Gebiete, die wir dann später noch dürfen. Hier unten natürlich auch noch jede Menge. Hier ist wohl gerade ein großes Ereignis. Ja, aber da komme ich jetzt eh nicht hin. Von daher gucken wir mal, wie die Reise hier weitergeht. Ich bin gespannt. Und ja, hier an dieser Stelle ist jetzt aber Schluss. Und zwar für den Livestream, wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.